Was ja, Freunde, heute reagieren wir auf den ganz besonderen Track. Und zwar reagieren wir heute auf den Track Dior von Pop Smoke. Ich denke mal, jeder von euch sollte Pop Smoke kennen. Ich muss zugeben, ich kenne ihn leider erst seit seinem Tod. Ja, ist wirklich einfach schade, wenn man die Leute immer erst nach dem Tod so findet oder die Leute erst danach ihren Hype bekommen. Er hatte jetzt vorher auch nicht den krassesten Hype, vor allem in Deutschland irgendwie. Ich habe noch nie vorher was mitbekommen von ihm. Und ich muss sagen, ich feiere seine Musik auf jeden Fall. Es ist natürlich immer schade, wenn solche Künstler sterben. Ja, das ist leider in den USA irgendwie immer so. Ich weiß nicht, woran das liegt da, aber ja, sehr schade, Freunde. Viele Leute haben sich aber gewünscht, dass ich auf diesen Track reagieren soll. Und es gab damals schon viele Leute, die das geschrieben haben. Letztens haben wir auf den Track von Trippy Boy reagiert, der auch Dior heißt. Und da haben auch noch mal ein paar Leute gemeint, yo, hört ihr doch noch mal den Dior-Track von Pop Smoke an. Deswegen machen wir das heute, Freunde. Besondere Reaction, der Track ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem habe ich gedacht, wir machen das noch mal zusammen hier. Let's go. Ich muss auch sagen, ich kenne tatsächlich das Video noch nicht, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, den Track kenne ich natürlich schon, so, habe ich schon oft angehört, ich feiere den Track extrem, ja, aber das Video kenne ich noch nicht. Okay, Alter, mega krass, diese Soundeffekte auch heftig, ich muss sagen, das Video, auch wenn noch nichts Besonderes war, aber ich weiß nicht, ne, diese Ami-Videos, die sind einfach tausendmal geiler als die deutschen Musikvideos, so, da ist noch nicht mal irgendwas passiert, so, da ist nur der Rolls Royce angefahren, so, und die stehen hier alle irgendwo rum, aber trotzdem ist das Video schon gefühlt tausendmal geiler als jedes deutsche Musikvideo. Okay. Boah, ne, das sieht so krank aus. So ein Sternenhimmel, heftig. Roll another one. Sit up, never like you know it's put you pack it with the motormatics. We gon' send them to heaven. Wait, 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 wait. Boah, diese Drums, ne? Das muss ich aber sagen, da gibt es mittlerweile in Deutschland auch viele, die so diese Ami-Drums irgendwie benutzen. Also ich finde, man hört irgendwie so einen Unterschied seit ein paar Monaten so, was in den deutschen Tracks für Drums am Start sind so. Und vorher kannte man die irgendwie nur aus den USA, aber mittlerweile springen immer mehr da drauf irgendwie auf so. Ist gut, ist klar, das war schon immer so, aber trotzdem, so zum Beispiel Flair bei Atlantis hatte auch, würde ich sagen, richtig krasse Ami-Drums auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ne, by the way, mal so ganz nebenbei, diese Dior-Klamotten, ich feiere die wirklich mega, ja, also nicht nur diese Jacke oder diese Schuhe so, also die Schuhe würde ich mir nicht holen, das sind die so aussehen wie Chucks so, aber es gibt mega nice Dior-Schuhe generell und mit diesem Design, mit diesem Dinosaurier, ja, da gibt es auch so nice T-Shirts, die sind zwar von der Qualität irgendwie absolut komplett kacke, deswegen würde ich mir die wahrscheinlich auch nicht holen, die kosten auch keine Ahnung wie viel Geld so, aber rein von der Optik, ne, muss ich sagen, mega nice, ansonsten, ey, zum Track so, allgemein der Track, was soll ich dazu großartig sagen, ja, ist ein mega nicer Track auf jeden Fall, fühle ich sehr krass und das Video bis jetzt ist auch mega krass, also ich finde, man sieht direkt so, wenn man das also nach ein paar Sekunden schon geschaut hat, so, man merkt den krassen Unterschied auf jeden Fall zu Deutschland, ja, keine Ahnung, so der Vibe in den Videos aus den USA ist einfach tausendmal geil. Was mir auffällt, ne, seine Stimme ist auf jeden Fall extrem, also wie soll man sagen, die klingt halt, oder ist ein bisschen komisch, sage ich mal, abgemischt, also hat so einen krassen eigenen Sound, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, irgendwie als wäre so richtig viel, ja, Raumklang mit drin oder so, beziehungsweise sie ist irgendwie sehr dumpf irgendwie so, ja, ich kann es schwer beschreiben so, aber irgendwie dumpf und mit viel Raumklang irgendwie mit drin, ist natürlich Absicht so bei ihm, aber trotzdem so, ja, ist interessant, dass man das an sich so bei ihm so macht. When he raised the balls, she liked the way I heard. When I walk in the spot, 30 on me, buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a thot, get me lit, I can't fuck with these niggas, cause niggas is gay. It's sale, already got locked, denied his bail.
Wenn man drauf achtet, im Hintergrund ist auch noch irgendein Instrument mit einer richtig nice Melodie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch raushört. Hier, achtet einfach mal drauf. Ey, aber generell, ich muss sagen, ne, der Beat ist wirklich auch krass. If you need the glizzy, you can take mine. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Like a Mary, like a Mary. Also, by the way, ich hoffe auch, dass diese Reaction überhaupt online kommt, weil ich weiß nicht, wie das bei ihm so ist. Ich habe schon ein paar Mal auf Leute aus den USA reagiert und da war das irgendwie... Die Videos waren dann zwar irgendwann online, aber irgendwie war das ja immer so ein bisschen so Struggle. Deswegen hoffe ich mal, dass diese Reaction überhaupt online kommt, so, weil wie gesagt, das haben sich echt extrem viele Leute gewünscht gehabt, so. Und ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, vielleicht soll ich ja nochmal auf andere Tracks von ihm reagieren. So, ich habe da an sich Bock drauf, weil ich höre generell gerade viel von seiner Musik an, auch so. Ich bin, muss ich sagen, nicht der krasseste, Ami-Rap-Hörer, so, nicht, weil es mir nicht gefällt oder so, aber ich höre so viel deutschen Stuff und so, dass ich nicht mal die Zeit habe, so, ich kann nicht alles anhören, so, wisst ihr, was ich meine, deswegen, aber er ist zum Beispiel gerade jemand, ich habe viele Songs von ihm in meiner Playlist mit drin und feiere ich auf jeden Fall extrem. Billie Jean, Billie Jean, Christian Dior, Dior, come up in all the stores, when it rains it pours, she like the way I heard, like a Mary, like a Mary. Auch mega nice Hook, ehrlich. Billie Jean, Billie Jean, Christian Dior, Dior. Okay, Freunde, soviel dazu. Das war die Reaction zu Dior von Pop Smoke. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviert die Glocke, schreibt gerne in die Kommentare, auf welchen Track wir als nächstes von ihm reagieren sollen. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.